Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Und wir wollen diesmal wieder einen Bluetooth-Lautsprecher testen. The Heysong Aqua Speaker von Heysong. Also die Firma heißt Heysong. The Heysong Aqua Speaker. Ach so. Aqua Speaker von Heysong. Mein letzter ist mir kaputt gegangen. Der hat der Saugnapf nicht gehalten. Ihn mal, und dann ist der Plastik ein bisschen kaputt gebrochen. Ja, aber nee, nichtsdestotrotz werden wir mal hier einen Cut machen. Wir wechseln in die Unboxing-Sicht. So, wir sind in der Unboxing-Ansicht. Das ist der Aquaspeaker von Heysong. Wir sehen auch wieder schön viele LEDs. Guckt doch irgendwas raus. Ich habe noch nicht aufgehabt. Hier irgendwas magnetisch. Ach, hier. So. Okay. Auch mit einem Beutelchen. Einem Haken. Einem USB zu Klinke-Kabel, einen USB Mini-USB-Kabel, wollte gerade USB-C sagen, und eine Anleitung. Ja, wo wieder ohne das Notdürftigste steht, sehe ich ja hier auf jeden Blick, was wir jetzt nicht brauchen. Und dann gucken wir uns den noch mal genau an. So. Ah, kurzes Unboxing. Er sieht schon, also optisch hat er was, muss ich sagen. Hier haben wir Power, hier haben wir einen Stern. Ich denke mal, das wird das Licht sein. Hier haben wir Plus, Minus. Aber wir können ja den Haken schon mal reinmachen im Unboxing-Video. So. Haben wir den Haken dran, dass wir ihn anhängen können. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet das jetzt für das Unboxing, und wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wenn wir den erstmal benutzen werden.